Soll ich jetzt das so singen wie früher? Es läuft schon. Wie früher? Ja. Wenn die Zukunft kommt und schmeißt mich aus der Bahn, dann bin ich aufgeschmissen und mich kotzt alles an. Was mit mir? Jetzt kannst du ruhig gehen. Brauch keine Hilfe und schon gar nicht von dir. Er ist ein Kind und schon groß. Er braucht die Liebe und den Mutterschoß. Er ist sehr traurig und oft allein. Spielt zu ihm und bei ihm zu sein. Er braucht die Liebe und Zärtlichkeit, die wieder pure Boshaftigkeit. Er braucht die Liebe und Zärtlichkeit, in dieser Tour auf Boshaftigkeit. Wenn dann jemand zu mir kommt und macht mich blöd an, der freut sich bald, wenn er nach Haus gehen kann. Dann rast ich aus, ey, und spring in die Luft. Geh ihm gerade in die Fresse, als mich jemand ruft. Er braucht die Liebe und den Mutterschoß. Ja. Au. Yeah. Er braucht die Liebe und den Mutterschoß. Er ist sehr traurig und oft allein. Er braucht die Liebe und Zärtlichkeit. Ich gehe zu ihm, um bei ihm zu sein. Er braucht die Liebe und Zärtlichkeit. Er wieder fuhr auf Boshaftigkeit. Er braucht die Liebe und Zärtlichkeit. La la la, ma Mutterschoß. Oh, aber sollte ich so sein? Hallo, schönes Publikum, hier bin ich's wieder. Ich bin's, Rudi. Ja, es geht um Folgendes. ZDF und ARD haben was für uns gemacht. Ja, es ist was passiert, was mir in meiner ganzen Laufbahn noch nicht passiert ist. Ich habe gemacht am laufenden Band, ich habe gemacht die Rudi Carell-Shows, ich habe gemacht Lass dich überraschen, ich habe gemacht Herzblatt, ich mache schon so lange Sendungen, ich habe Filme gemacht, das ist mir noch nicht passiert. Wir hatten ein Publikum, einer wollte kommen vom Publikum und wollte bei uns machen Show. Der Bernd Ratz aus Kaiserslautern hat uns geschrieben vor der Frank Kapps, der hatte Lungenentzündung gehabt, hatte Lungenentzündung auch immer noch. Aber es ist was passiert. Der Bernd Frank Kapps ist verheiratet, das möchte ich gleich allen Verehrerinnen sagen. Er ist verheiratet und hat ein kleines Töchterchen. Ja, und ich möchte euch sagen, haltet euch zurück und schreibt nicht so viel. Er hat nämlich tausende Briefe bekommen. Bei uns sind die bei mir in die Sendung. Ist gekommen, geschrieben, da kann ich mal eine vorlesen. Ja, und zwar hier schreibt eine Susanne aus Aalen. Schreibt, liebes Rudi, du hast in deine Show haben wollende Frank Ratz, der war nicht da. Du hast aber eins ein Bild gezeigt, das kann ich schwer lesen, was da steht.
Ja, und ich habe mich sofort verliebt in diesen jungen Mann. Was ist? Können wir ihn doch noch sehen vielleicht und du ihn überraschen? Deine Sibli. Das kann ich nicht lesen, es lässt es Rift. Aber egal, wir haben so viele Briefe gehabt, wo geschrieben haben, Leute wohl wollten, also Frauen, dass ich noch einmal zu der Frank gehe und noch einmal ein Rudi Kramers. Oder zumindest mal ein Interview. Und wir werden das tun. Wir werden jetzt sofort, es ist kalt, Sie sehen es, ich habe den Kragen, meine Mütze, meine Hose und alles, wir sind warm eingerichtet. Wir fahren jetzt hinaus in das Unigebiet von Kaiserslautern. Ich glaube, da wonach, Quatsch, Unigebiet, der Industriegebiet. Und dort fahren wir jetzt hin und machen eine riesen, spitze, super, klasse Show mit unserer Frank. Ihr Mädels könnt das freuen. Gleich seht ihr euren Lieblings. Okay, wir fahren. Never end.